Please, everyone, have a seat. Good morning again. It is an honor to welcome my good friend and partner, Chancellor Merkel, back to the White House. We had a wonderful dinner last night, one-on-one, although, as you saw again this morning, Angela's English is much better than my German. Michelle and I are very much looking forward to hosting the Chancellor and Professor Zaw at tonight's state dinner, where I'll have the privilege of presenting Angela with the Medal of Freedom. As I said earlier, Germany is one of our strongest allies. We see our partnership in the drive of our workers and businesses who sustain the largest trade relationships in the world. We see it in the students and teachers, the scientists and researchers who are unlocking new innovations, including the clean, renewable energy sources that we need to combat climate change and create the industries of the future. We see our partnership in the courage of our service members who stand shoulder to shoulder in Afghanistan, where Germans serve under Americans and Americans serve under Germans. Chancellor Merkel, I want to thank you and the German people for your strong commitment to this vital mission, and our hearts go out to the wounded warriors and all the families, American and German, and others whose loved ones have given their lives to keep us safe. We remember and honor them all. We see our partnership in the skill of our diplomats who prevent the spread of deadly weapons and stand up for democracy in Europe and beyond, and in the passion of our development experts as they work to avert suffering in countries like Sudan. This is the essence of our alliance, two peoples bound by common values and committed to the security, the prosperity, and the dignity, not just of our own citizens, but those far beyond our borders. And that's also the essence of my partnership with Chancellor Merkel. Angela, I believe this is our 10th meeting together. That doesn't include the many phone calls and video conferences that we seem to have at all hours of the day and night. There's hardly any global issue where we don't consult one another. I've said before, I always value Angela's pragmatic approach to complex issues, her intelligence, her frankness. I trust her. And as she said herself, it's just fun to work together. And it has been, again, fun today, even as we've addressed some very urgent challenges. Germany is one of our largest trading partners, and we discussed how to keep our economies growing and create the jobs that our people need. As Angela mentioned in her remarks at the opening ceremony, hundreds of thousands of American jobs are supported by our exports to Germany. Hundreds of thousands of Americans work for German companies that have chosen to invest in America. I'm pleased that billions of dollars more in German investment is making possible new plants, steel in Alabama, manufacturing in Tennessee, all of which go to create thousands of new American jobs. The Chancellor and I discussed the need to eliminate regulations and barriers so we can unleash even more trade and investment, including in the area of electric vehicles, where both our countries are leaders and where the possibilities of American-German cooperation are enormous. And of course, I very much appreciated the Chancellor's views on the financial situation in Europe, which we agree cannot be allowed to put the global economic recovery at risk. With regard to security, we discussed our progress in Afghanistan, where we've broken the Taliban's momentum, trained Afghan forces, and are now preparing to turn a corner in our efforts. We're scheduled to begin the transition to Afghan lead, and I reiterated that we'll begin reducing American forces this summer, even as we join with Germany and our NATO allies in supporting Afghans in their political and economic efforts to forge a lasting peace. I thanked the Chancellor for her support for the principles that I laid out last month as the basis for negotiations between Israelis and Palestinians. And I want to commend Angela for her personal efforts to bring the parties back to the negotiating table. Just as we agree that both sides will need to make difficult choices, we agree that unilateral actions, such as Palestinians seeking a vote on statehood at the UN General Assembly, should be avoided. We agree that Iran's continuing nuclear program and its refusal to engage in any meaningful talks with the international community remain a very serious concern. So we agreed that if the International Atomic Energy Agency this week determines again that Iran is continuing to ignore its international
obligations, then we will have no choice but to consider additional steps, including potentially additional sanctions to intensify the pressure on the Iranian regime. Finally, we discussed the historic changes underway in North Africa and the Middle East. With regard to Libya, I'd note that Germany's deployment of additional resources and personnel to Afghanistan has allowed other NATO allies to increase their support for the mission to protect the Libyan people. The Chancellor and I have been clear. Gaddafi must step down and hand power to the Libyan people, and the pressure will only continue to increase until he does. And following our agreement with our G8 partners in Deauville, the Chancellor and I discussed our support for political and economic reform across the Middle East and North Africa, especially in Tunisia and Egypt. The United States and Germany are the two largest donors of assistance, to the region, and we agree that this historic moment must not be squandered. Along with the entire world, we have an enormous stake in seeing that these transitions to democracy succeed. And given the Chancellor's own remarkable life story and her experience in helping to heal the wounds of the past and build a united Germany, I very much appreciate her leadership and her partnership in this effort. So again, I'm very grateful to the Chancellor for being here. I'm confident that the great alliance between our nations is going to remain an indispensable pillar of a world that's more secure and more prosperous and more just. And I very much appreciate the personal friendship that I enjoy with the Chancellor. So, Angela. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Barak. Well, ladies and gentlemen, Mr. President, dear Barak, I would like to use this opportunity to thank you most warmly for this wonderful reception. I'm saying this also on behalf of the members of my delegation. This reception, I say to the White House, is welcome that I see as a wenn wir einmal testimony of überlegen, dass jeder fünfte heutige Amerikaner remind ourselves zu Recht of the fact that vielleicht auch mit fifth American today deutsche Abstammung points kann, dann also with können wir sagen, wir haben lang zurückliegende gemeinsame Wurzeln. Und wenn man sich einmal die Namen vor Augen führt, die in der amerikanischen Geschichte mit deutschem Ursprung auch eine Rolle gespielt haben, Friedrich Stolben, aber auch viele Wirtschaftsführer, die heute noch berühmt sind, Astor, Guggenheim, Kaiser, Rockefeller, Steinway, Strauss, Steinway, so haben wir doch ein altes Fundament, auf dem wir aufbauen können. Und wir sind auch immer noch dankbar, dass so viele Deutsche Asyl gefunden haben während des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten von Amerika. Heute haben wir breite Partnerschaften von Schüleraustausch bis zu 1500 wissenschaftliche Kooperationen. Wir arbeiten in der Raumfahrt zusammen mit bei der ISS mit vielen Geräten, haben viele gemeinsame Erfolge. Und ich habe es erst schon erwähnt, die 50.000 Soldaten, die heute noch in Deutschland sind, amerikanische Soldaten sind uns herzlich willkommen. Und ich kann es ganz persönlich sagen, ich würde ohne die Vereinigten Staaten von Amerika hier wahrscheinlich heute nicht stehen können. Die Überwindung des Kalten Krieges, das war Mut der Menschen in Mittel- und Osteuropa, auch in der ehemaligen DDR, aber das war eben auch Standhaftigkeit der westlichen Partner über viele Jahrzehnte, als viele schon aufgehört haben, daran zu glauben. Oder manche dachten, dass es vielleicht besser ist, zwei Deutschland zu haben als eins, hat der amerikanische Präsident George Bush sehr klar gesagt, die Wiedervereinigung ist unsere verdient unsere Unterstützung. Und so haben wir, glaube ich, auch die gemeinsame Aufgabe und die erfüllen wir ja auch mit Freude, mit ganz intensiven Kontakten, die Welt von heute wieder in diesem Geist der Freiheit, der gemeinsamen Werte zu formen, und das hat auch unsere Agenda bestimmt. Da ist das, was uns in diesem Jahr von Januar an eigentlich beschäftigt, der arabische Frühling, die Veränderungen in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, Syrien und vielen anderen Ländern, das ist eine riesige Herausforderung. Aber wenn ich daran denke, wie Europa nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Beine gekommen ist durch einen Marshallplan, dann ist es, glaube ich, heute unsere gemeinsame Aufgabe, Vereinigte Staaten von Amerika, Europas und Deutschlands natürlich auch, mit Hilfe zur Selbsthilfe dort den Wandel möglich zu machen, gerade den vielen jungen Menschen eine Perspektive zu geben,
Darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass gerade Deutschland mit seiner Erfahrung bei der Berufsausbildung ein Bündnis für Beschäftigung anbietet. Wir arbeiten sehr eng zusammen, gerade bei dem Fortgang in Ägypten und Tunesien. Und wir haben auch deutlich gemacht, dass wir in Libyen den Aufbau der Institutionen von deutscher Seite fördern werden. Ich habe hier noch einmal gesagt, dass wir neben der Vertretung, die wir heute in Benghazi haben, uns an der Polizeiausbildung in Zukunft beteiligen wollen und gerade auch was Infrastrukturaufbau anbelangt, auch in Libyen tätig sein wollen. Und natürlich gerade auch durch ein zusätzliches Engagement in Afghanistan unseren Beitrag indirekt geleistet haben. Wir haben gesprochen über die wirtschaftlichen Herausforderungen. Wir haben im G20 eigentlich sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Glaube ich, auch viele Erfolge erzielt. Und die Situation in der Eurogruppe und in Europa ist natürlich von großem Interesse. Es hat hierzu Gespräche unserer Finanzminister gegeben, aber wir haben auch sehr intensiv darüber diskutiert. Und ich habe noch einmal deutlich gemacht, für Deutschland ist Europa nicht nur unverzichtbar, sondern ein Teil unserer Identität. Wir haben immer gesagt, deutsche Einigung und europäische Einigung, das sind zwei Seiten einer Medaille. Aber wir wollen ein wettbewerbsfähiges Europa. Wir sind uns gewiss beide, dass wir mit den Schwellenländern harte Wettbewerber haben auf der Welt. Das heißt, Europa muss wettbewerbsfähig sein. Und auch wenn wir ein interessanter Wirtschaftspartner für die Vereinigten Staaten von Amerika bleiben wollen, dann muss das auf einer Basis von Stärke, von Wettbewerbsfähigkeit gelten. Und deshalb ist der deutsche Ansatz, ein Ansatz für Europa, aber ein Ansatz auch für ein wettbewerbsfähiges Europa. Und das gilt auch für Länder, die unsere Solidarität jetzt brauchen, die aber auch zu mehr Wettbewerbsfähigkeit kommen müssen. Wir haben über den Nahost-Friedensprozess gesprochen und ich glaube, es war eine ganz wichtige Initiative, noch einmal deutlich zu machen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika genauso wie die Bundesrepublik Deutschland und Europa den Fortgang des Friedensprozesses wollen. Ich sage das immer wieder beiden Seiten. Wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, wir wollen, dass ein jüdischer Staat Israel existiert und ein palästinensischer Staat. Einseitige Maßnahmen helfen uns jetzt überhaupt nicht weiter. Und wir haben verabredet, dass wir sehr eng auf diesem Gebiet auch zusammenarbeiten, denn ich glaube, die Zeit drängt und angesichts der vielen Probleme im arabischen Raum wäre es ein gutes und wichtiges Signal, wenn gerade auch bis zum Herbst hier deutlich würde, dass Gespräche doch zwischen den Parteien wieder möglich sind. Unser Engagement in Afghanistan zeigt, wie eng wir verbunden sind. Wir sind sehr dankbar für die Zusammenarbeit im Norden Afghanistan, die sich wunderbar entwickelt hat. Und wir teilen die gemeinsame Überzeugung, dass wir in Afghanistan einen Ansatz der vernetzten Sicherheit brauchen, einen politischen und militärischen Ansatz. Und wir haben gesagt, wir sind dort gemeinsam hineingegangen. Wir wollen auch gemeinsam in Verantwortung dann Afghanistan eines Tages verlassen, ohne es zu vergessen. Denn Afghanistan wird noch lange unsere Unterstützung brauchen. Danke mich für die intensiven, für die freundschaftlichen Gespräche, auch für die sehr intensiven Austausch. Und ich denke, ob an der Vorgehenheit und der Vorgehenheit haben wir doch viele miteinander zu besprechen. We have a lot in common, I think, and we have a lot to discuss. Thank you.